Heute geht es um den Universal-EEPROM-Adapter. Warum universal? Weil er gleichermaßen für C64 als auch für die 1541 geeignet ist. Beim C64 sogar für die Broadcast-Version, also die sogenannte C64-1-Version, wo Kernel und Basic-ROM noch getrennt auf zwei verschiedenen Chips waren, als auch für die C64-2-Versionen, wo Kernel und Basic dann in einem Chip vereint waren. Darüber hinaus ist dieser Universal-EEPROM-Adapter generell für geeignete EEPROMs gedacht und geeignet, kann also genauso gut in anderen Rechnern eingesetzt werden, hier natürlich vorrangig 1541 und C64. Wie immer ist im Lieferumfang die allgemeine Broschüre. Da steht einiges drin über das Löten allgemein, über den Umgang mit elektronischen Bauteilen. Für den Universal-EEPROM-Adapter im Speziellen noch so ein bisschen so eine Speicheraufteilungskarte, wo und wie man eben seine Kernels oder ROMs ins EEPROM speichern muss, damit der 64er oder die 1541 dann später auch damit arbeiten kann. Auch dabei ist die produktbezogene Anleitung, speziell für den EEPROM-Adapter natürlich. Da ist zum Beispiel die Bauteilübersicht mit drin, was also alles an Bauteilen dabei ist, wenn man die Bausatzversion kauft. Einige Einbauhinweise und natürlich die Aufbauanleitung für die Bausatzversion. Man bekommt entweder den fertigen Adapter, fertig aufgebaut, einsatzbereit. Dieser zusätzliche Sockel ist auch dabei. Sollte man beim Einbau, beispielsweise weil die Chips rundherum gesockelt sind, etwas zu tief kommen, sodass die Platine da aufsäße, das will man natürlich nicht, dann einfach diesen Sockel dazwischen stecken und dann passt das auch mit der Höhe wieder. Geliefert wird so ein kleines Päckchen oder so ähnlich. Entweder ist da das Fertigmodul drin oder wie in unserem Fall der Bausatz. Den wollen wir heute auch mal aufbauen. Es sind nicht viele Teile, ist so ein ganz kleines Tütchen nur. Da sind die Teile also schön platzsparend drin verpackt. Dann schütte ich mir die Teile in mein Schälchen. Immer gucken, nicht dass noch irgendwie ein Kleinteil sich doch noch in dem Beutel befindet. Schauen, dass alles da ist. Die Platine ist nicht sonderlich groß. Das da ist die Vorderseite, also die Bestückungsseite. Da ist also auch der Druck drauf, wo die Bauteile hinkommen. Auf der Rückseite werden die Bauteile verlötet. Einseitiges Verlöten ist vollkommen ausreichend. An allen Bohrungen, an allen Löchern sind die Platinen durchkontaktiert. Man muss also nicht oben und unten verlöten. Unten verlöten reicht. Abgesehen von den Stiftleisten, aber da kommen wir gleich dazu. Ich gehe beim Aufbauen genau nach Anleitung vor. Und zwar sagt uns die Anleitung, dass wir mit den Stiftleisten auch gleich anfangen sollen. Und da würde ich den Trick vorschlagen, dass man sich die beiden Stiftleisten nimmt und in einen von diesen Sockeln einsetzt, gleich richtig rum mit dem etwas verdickten Ende Richtung Sockel, so dass später diese etwas längeren Enden oben durch die Platine durchschauen. Und dann auf diesen Sockel die Platine draufsetzen oder drauflegen, und zwar mit den Stiftleisten dort, wo es rechteckig umrandet ist. Da gehört die Stiftleiste hin. Wenn man genau schaut, sieht man auch, dass der Sockel ein Stück nach links versetzt ist. Für den sind also die anderen beiden Lochreihen und die Stiftleisten nach rechts. Dann stecke ich mir das in ein Stück Schaumstoff, dann hält das einfach ein bisschen besser. Dann fixiere ich mir erstmal zwei Lötpunkte entgegengesetzt und schaue mir das Ganze noch mal kurz an, ob das gerade und flach aufliegt. Das sieht gut aus. Dann die restlichen Lötpunkte setzen. Damit ist dieser erste Arbeitsschritt schon erledigt und die Stiftleisten sind eingelötet. Dadurch, dass die jetzt in dem Sockel eingesetzt waren, sind die auch schön gerade,
so wie sich das gehört und auch gleich im richtigen Abstand. Wenn die so stehen würden, wäre es natürlich eher schlecht. Den Sockel kann man wieder abnehmen. Und dann sind die Widerstände und die Dioden dran. Die Widerstände haben keine Polung, sind ganz normale Widerstände, ganz egal, wie man die einsetzt. Dann kann man die biegen. Ich habe hier so eine Biegelehre. Da muss man einfach nur schauen, was ist der richtige Abstand. In dem Fall ist es der zweite. Ja, der zweite. Dann legt man die hier ein, sucht sich die passende Öffnung, wo sie reinpassen und biegt die um. Und dann hat man sauber um 90 Grad abgewinkelte Widerstände. Man kann das natürlich genauso gut mit so einer kleinen Spitzzange machen und so rumbiegen. Das geht auch. Und wenn man es mit der Hand biegt, ist es auch okay. Also die Widerstände einsetzen. Der Ästhetik halber kann man schauen, dass die Widerstände bzw. die Farbkodierung die gleiche ist. Wenn jetzt einer falsch rum wäre, wie gesagt, von der Funktion macht es keinen Unterschied, ist nur fürs Auge. Bei den Dioden ist jetzt darauf zu achten, die haben, anders als die Widerstände, eine Einbaurichtung. Die sind also auf der einen Seite mit so einem hellen Strich markiert, der hier. Und die gleiche Markierung findet sich also auch hier auf der Platine, auch auf der linken Seite. Man sieht also diesen etwas dickeren Balken auf der linken Seite. Und genau so rum muss die Diode eingesetzt werden. So, auch hier bei den Dioden, entweder Biegelehre oder von Hand. So sind also alle Widerstände und Dioden eingesetzt. Dann flach auf den Rücken legen und nacheinander verlöten. Ich mache es mir hier ein bisschen einfacher, dass ich jeweils die Außenseiten erstmal verlöte. Dann komme ich nämlich an die Lötpunkte besser ran. Hat mit Rechts- oder Linkshänder nichts zu tun. Der Linkshänder würde von der Seite natürlich auch außen besser rankommen. Und dann knipse ich mir diese Außendrähte schon mal ab. Und dann komme ich an die inneren auch gut ran. Dann die restlichen Lötpunkte setzen. Gehe ich natürlich auch wieder von der Seite ran, wie ich mit dem Lötkolben rechts- oder linkshänder besser hinkomme. Und dann wieder die Drähte abknipsen. Als nächstes wäre laut Anleitung der EEPROM-Sockel dran. Würde man ihn jetzt so reinsetzen wollen, dann würde er hier an den Pins anschlagen und schief stehen. Damit das nicht der Fall ist, den ersten, die beiden Pins und den letzten ein Stück abkürzen. Und dann passt der wunderbar rein. Auch hier wieder darauf achten, dass die überstehenden Drahtenden nicht frei in der Gegend rumfliegen können. Einfach wegen der Verletzungsgefahr. So ein Draht im Auge kann ziemlich wehtun. Wenn man jetzt den Sockel draufsetzt, dann liegt er also schön flach auf, ohne dass er schräg sitzt. Beim Einsetzen des Sockels gleich darauf achten, der Sockel hat eine Kerbe und auch die Platine zeigt eine Kerbenmarkierung. Darauf achten, dass das übereinstimmt. Und dann den Sockel festlöten. Auch hier mache ich es wieder so, einmal gegenübergesetzt anheften. Und dann die restlichen Lötpunkte setzen. Da natürlich darauf achten, dass man nicht den Lötpunkt für den Sockel mit einem Lötpunkt von der Stiftleiste verbindet. Als nächstes der Jumper, die Jumperbrücke
und der Tiltschalter. Von der Funktion her macht es keinen Unterschied, ob man den so rum oder so rum einsetzt. Auf der Platinenmarkierung sind aber die Schalter immer in Off-Stellung. Das heißt, wenn man ihn so reinsetzt, dann ist auch die Beschriftung richtig rum und auch die Bezeichnung mit 1, 2, 3 passt dann. Auch da erstmal einen anheften. Der sitzt gerade, das passt. Dann die restlichen Lötpunkte setzen. Als letztes kommt dann diese Vierfach-Jumperbrücke. Die ist also dafür zuständig, dass dieser EEPROM-Adapter sowohl in C64.1 als auch in C64.2 gleichermaßen funktioniert. Man muss nur diese Jumperbrücke jeweils umsetzen, ob sich der Adapter in einem 24-poligen oder in einem 28-poligen Sockel befindet. Das ist diese Pinleiste, 3x4 Pole und einmal der Vierfach-Jumper. Der setzt nur die mittleren vier Pins jeweils nach rechts oder nach links. Einmal anheften. Gucken, passt das? Sitzt der gerade? Liegt da flach auf? Jawohl. Und dann die restlichen Punkte verlöten. Das wäre also jetzt unser Ergebnis. Das ist die fertige Platine. Also ein ganz kleiner Adapter, eine ganz schnelle Geschichte, die man schnell zusammenlöten kann. Dieser zweite Sockel, wie gesagt, wäre zum Abstand vergrößern. Kann man jetzt schon mal draufsetzen. Wenn man ihn nicht braucht, dann einfach beiseite legen für andere Projekte. Nicht im Lieferumfang dabei ist ein EEPROM oder ein PROM mit entsprechenden Kernels für einen 64er oder ROMs für die 1541. Da also nehmen, was man hat oder was man möchte. Ich habe jetzt hier so einen ROM für einen C64-2 mit eingebautem Basic-ROM oder draufgebranntem Basic-ROM. Zum Einsetzen natürlich auch wieder auf die Kerbe achten. Kerbe am EEPROM, Kerbe im Sockel. In eine Pinreihe rein. Mit etwas sanftem Druck geht das dann auch rein. So sah sowas also früher mal aus zu meiner Schulzeit. Ist tatsächlich von mir gemacht. Ich habe das in einem alten Rechner von einem Freund wiedergefunden, beziehungsweise das ist dieser alte Rechner sogar. Und da hatte der das noch drin, was ich ihm damals als Schüler mit 14, 15 zusammengelötet habe. Sieht natürlich vogelwild aus, aber es hat 35 Jahre lang funktioniert und funktioniert auch immer noch. Bevor man hier irgendwelche Chips rausnimmt, natürlich den Rechner abschalten. Normalerweise sitzt natürlich beim C64 hier das Kernel und das Basic-ROM auf einem Chip vereint zusammen. Ich habe halt jetzt diesen alten Umschalter schon drin gehabt. Beim Rausnehmen, normalerweise braucht man vermutlich einen Schraubendreher oder so eine Chipzange. Hier geht es recht einfach, weil ich damals offenbar diesen 64er gesockelt habe, genau für diese Umschaltung eben. Und wie es halt so ist bei Schülern, keine Kohle gehabt. Wir haben nur so einen Billigsockel genommen. Bereue ich jetzt, weil er tatsächlich mittlerweile so ein bisschen ausgeleiert ist. Die Chips halten also nicht mehr wirklich gut. Sie fallen jetzt nicht raus, aber ein Präzisionssockel wäre einfach schlauer gewesen. Welcher Steckplatz das jeweils in den unterschiedlichen 64er-Modellen ist, das steht übrigens ganz genau in der Anleitung. Dann den Adapter an den jetzt freien Steckplatz einsetzen. Das geht natürlich nur, wenn der Steckplatz auch schon gesockelt ist. Es gibt C64-Versionen, so eben wie diese hier. Da sind die Chips alle fest verlötet oder zumindest fast alle. Und in dem Fall muss man natürlich den Chip erstmal auslöten und danach einen Sockel einsetzen. Den Adapter fest verlöten würde ich nicht empfehlen, sonst hat man beim nächsten Umbau genau die gleiche Problematik wieder. Hier drauf schauen, Kerbe am EEPROM, Kerbe im Sockel, vorausgesetzt er ist auch richtig um eingelötet worden. Sie zeigen normalerweise alle nach oben beim 64er. Dann einfach rein damit. Nachdem ich hier ein C64-2 habe, brauche ich auch das passende EEPROM mit einem Basic-ROM und dann verschiedenen Kernels dazu. Auch das ist also in der Anleitung nochmal ganz genau dargestellt, wo welche Bänke bzw. wie die Bänke im EEPROM belegt werden müssen, damit sie dann in C64.1 und auch C64.2 funktionieren. Ich weiß, dass ich bei mir den rechten Schalter nach oben stellen muss, dann kriege ich Exos und dann schalten wir das erste Mal ein. Da ist auch schon mein Exos. Das hat also wunderbar funktioniert. Damit man später im eingebauten Zustand nicht immer das Gehäuse öffnen muss, nur um die Dipschalter zu ändern für ein neues Kernel.
Da bietet es sich also an, dass man den Dipschalter nicht einlötet, sondern stattdessen, wie hier vorgeschlagen in der Anleitung, einen Drehschalter nimmt. Hier steht also ganz genau drin, was das für ein Schalter sein müsste. Ich biete sie selber nicht an, was das für ein Schalter sein müsste und wie man den dann verdrahtet, damit man dann den Schalter nach außen führen kann über ein Kabel und von außen über den Drehwahlschalter das entsprechende Kernel einstellt. Dann machen wir noch einen kleinen Ladetest mit dem Exos, ob das auch wirklich funktioniert. Ich habe hier ein SD to IEC angesteckt als Floppy-Ersatz. Und dadurch, dass das jetzt das Exos-Kernel ist, geht das Laden also deutlich schneller. Ich suche mir wieder das Arkanoid raus. Ein paar Sekunden, dann ist es geladen. Da ist unser Arkanoid. Und so haben wir also dieses alte Drahtgewirr durch eine wunderschöne Platine ersetzt.